kommt das Zeug überhaupt hin? Zu einem der Checkpoints in der Stadtmitte. Weiß nicht, welchen. Für einen Checkpoint braucht man sowas nicht. Dann nimmt man einen Laster, blockiert damit die Straße und stellt ein paar Jungs mit Knarren daneben. Sicher, aber nur wenn du Wert drauf legst, dass dir einer, der durch will, den Arsch abfährt. Bei einer Operation in Belize... Ich fass das nicht. Ist mir egal. Musst du eigentlich jedes Mal, wenn du eine Kiste hochhebst, deine scheiß Dschungelgeschichten raushauen? Aber ich will nicht, dass mein Funk... Belad einfach nur den LKW und halt dein verdammtes Maul, okay? Komm, du mich auch. Nicht mit irgendwelchen Vorschriften. Wenn ihr Arschlöcher da rumspielt und dieses blöde Gesumme kommt, fällt mein Funkgerät aus. Ihr sagt ab jetzt vorher immer noch. Solange der redet, arbeite ich nicht. Immer noch. Ich warte einfach auf ihn. Wir knipsen Washington weiter sich aus. Diese faule Sau. Meinst du, es beeindruckt mich, dass sie dich die Birnen rausdrehen lassen? Du solltest deinen Arsch mal aus dem Labor an die frische Luft schwingen, Kleiner. Dann wüsstest du auch, was Arbeit ist. Kann alle Teams, sie wurden von Sir Eckelon kontaktiert. Wahrscheinlich ist Sandwich auf dem Weg zum Reservoir. Nein. Nein. Nicht mit meinen Leuten. Nein. Ach komm. Ja. Na sicher. Nein, auf keinen Fall. Ja. Nein. Klar. Unsinn. So ein Scheiß. Nein. Nein. Was? Einen Scheiß wirst du tun? Was? Nein. Nein, ich sagte nein. 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 Nicht mit meinen Leuten. Nein. Hey, das! Da! Es ist Fischer! Nachher! Nichts da, Arschloch! Ich gehe da auf keinen Fall rein! Sagt mir, was ich wissen will, sonst gibt es arge Nackenschmerzen. Sie können mich mal. Sie machen mir keine Angst, Fischer. Falsche Antwort. Das da drüben ist ein EMP-Waffensystem. Wie schalte ich es ab? Ich weiß nichts. Selbst wenn ich's wüsste, würde ich nichts sagen. Arschloch! Witzbold, sag mir, was ich wissen will. Mehr weiß ich nicht. Echt. Ich schwör's. Hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Wenn du's nicht weißt, wer dann? Ja. Wissenschaftlerin. Francis hat sie hergebracht. Im Lager. Nach dem EMP-Einsatz lässt man sie verschwinden. Sie weiß es. Was du nicht sagst. Fischer, hab Fischer!
sind Sie eigentlich? Dachten Sie, ich würde nicht merken, dass Sie die Systeme sabotieren? Bitte! Ich habe nichts gemacht! Glaubst du, dass er hier durchkommen wird? Würde am meisten Sinn ergeben. Wenn er hier ist, dann ist er hier, um den fetten Brummer zu deaktivieren. Und das geht am schnellsten, wenn er hier lang geht. Dann sehen wir Fischer noch früh genug. Fischer ist überbewertet. Vorhersehbar. Sagst du ihm das, wenn er hier vorbeikommt? Wenn er hier ist, kannst du mit ihm reden. Ich für meinen Teil knapp. Oh, weißt du was, Fischer? Du kommst zu spät. Zu spät für sie, zu spät, um zu stoppen, was geschehen wird. Gib auf, stirb, dann hast du es hinter dir. Genau wie deine kleine Tochter. Keine Sorge, ich werde dich bald zu ihr schicken. Sehen wir Fischer noch früh genug. Fischer ist überbewertet. Vorhersehbar. Sagst du ihm das, wenn er hier vorbeikommt? Mann. Wir schnappen uns den Kerl. Macht euch bereit! Schon gesichtet! Wir warten hier. Auf möglichen Feindkontakt vorbereiten. Du willst, dass sie stirbt? Willst du das? Du glaubst, Position du kannst dich verstecken? Mal sehen, was der Gegner als nächstes macht. Komm schon, wovor hast du Angst? Lass dich spielchen, sonst durchlöcher ich sie. Stellung halten! Komm her, Fischer. Sie wartet auf dich. Verteilen. Wir warten hier auf ihn. Die kleine Denise hat Angst, Fischer! Zeig dich! Zielbereich ist nicht sicher. Zeig mir deine Fresse, sonst ist... Ich weiß nicht, wer Sie sind und was Sie hier wollen. Aber danke. Die wollten Ganz mich... Etwa 100 Meter von hier wurde eine EMP-Waffe aufgebaut. Sie soll heute Nacht aktiviert werden. Wie verhindere ich das? Gar nicht. Es gibt 2 Generatoren. Sie werden aktiviert, laden das Gerät auf und dann erfolgt die Entladung. Und der Haken? Wenn einer der Generatoren deaktiviert wird, verursacht der andere sofort eine Entladung. Und einer reicht aus, um zu feuern. Dann muss ich sie also gleichzeitig deaktivieren. Ja, sonst geht es schief. Sind Sie allein? Dann können Sie es nicht schaffen. Sie glauben gar nicht, was ich alles kann. Verschwinden Sie. Hier wird es gleich ungemütlich. Schon sehr bald wird es überall ungemütlich. Da fing es dann an, etwas kompliziert zu werden. Sarah wurde aus welchem Grund auch immer misstrauisch. Ich konnte sie dazu überreden, in den Hubschrauber einzusteigen und sie zu Sam bringen. Aber die Gleichung hatte zu viele Unbekannte. Und Sam hatte keinen blassen Schimmer davon, was ihn erwarten würde. Eine Markierung der Generatoren, damit man sie aus der Luft vernichten konnte, das war dabei noch die leichteste Übung.
gut an. Scheiße. Ich will, dass er nirgendwo hin kann. Bist du das, Fischer? Hier ist klar, dass du zu spät kommst, oder? Ist. Nagelt ihn fest! Willst du wohl das Feuerwerk sehen, was? Feind lokalisieren und ausschalten. Hey, Fischer, komm her! Ich hab's! Wow! So ein Dreck. Ja, schon klar. Mist! Es ist vorbei, Fischer. Du bist tot. Vic, ich habe schlechte Neuigkeiten. Wer hätte damit gerechnet? Was ist denn los? Sie speisen die EMP-Waffe über zwei Generatoren. Ich muss sie gleichzeitig zerstören, habe aber kein C4 mehr. Markier Ihre GPS-Koordinaten. Mal sehen, was ich machen kann, wenn ich da bin. Alles klar. Zeit abzuhauen. Sorgt dafür, dass er nirgendwo hin kann. Wir schnappen uns den Kerl. Macht euch bereit. Fuck! Kann ihn nicht sehen. Ziel angreifen. Ich gebe dir Deckung. Rücke zur letzten Position des Gegners vor! Los! Findet den Gegner und schaltet ihn aus! Ah, Mann! Oh, verdammt! Ich glaube, ich hab hier was. Meine Person! Kann ich angreifen! Ziel ist verdeckt! Sicherlich gehört, dass Sam Fischer hier irgendwo ist. Soweit uns das betrifft, ist das von keinerlei Bedeutung. Gefällt mir nicht. Gib ihnen Zeit. Die sind vermutlich nur gründlich. Oder längst tot. Hast du Schüsse gehört? Ich habe keine gehört. Was soll das denn heißen?
Wenn unsere Jungs und dieser Fischer noch am Leben wären, würden sie auf ihn schießen, stimmt's? Stimmt. Und wenn keiner schießt? Ein Scheiß! Oh Scheiße! Hast du das gesehen? Wo steckt der Kerl? Da! Scheiße! Fertig machen! Wir gehen rein! Rein da! Los! Kontakt verloren! Das ist Fischer! Wir haben Fischer gefunden! Das reicht, Arschloch! Du bist erledigt! Kein Granate! Los! Ziel gesichtet! Da ist etwas! Ich werde mir das ansehen! Bestätigt! Verdammter Mist! Schwierigkeiten, ausschwärmen, Bereich durchsuchen. Shit. So ein Dreck. Oh, Scheiße. Ruhe sanft. Papier übernehme ich. Hier rührt sich nichts. Wir sollen sicherstellen, dass er nicht im Reservoir ist. Kein Kontakt. Wiederhole, kein Kontakt. Sich sicher, dass es Fischer war? Person gesichtet! Es ist Fischer! Meine Auftraggeber haben zu viel Zeit und zu viel Geld investiert, um sich von Ihnen alles versauen zu lassen. Sorry, Soldat, es ist vorbei. Ich weiß, dass du beschäftigt bist, aber hör mir zu. Grimm hat mich losgeschickt, um Sarah abzuholen. Ich hab sie an Bord. Wir kommen zu dir. Dad? Was ist los? Mr. Kost hat versucht, es mir zu erklären, aber... Nur die Ruhe. Entspann dich, mein Schatz. Alles wird gut. Wir sind in der Klasse. Ich brauche die Koordinaten vom zweiten Generator, wenn ich dir helfen soll. Ich versuche dir den Funkverkehr von Prentice durchzuleiten. Lass dich nicht umlegen, Alter. Er bitte Erlaubnis, Feuer eröffnen zu dürfen, Sir. Erlaubnis erteilt. Da ist er! Feuer frei! Jawohl, Sir! Schlechter Zeitpunkt, Vic. Ich werde von einem Hubschrauber beschossen.
Dir fällt schon was ein. Ich brauche die Koordinaten, sonst sind wir am Arsch. Eine Sekunde. Passen Sie auf, Soldat. Wir dürfen auf keinen Fall den Generator treffen. Verstanden. Auf keinen Fall Generator treffen. Zurück. Wir kümmern uns am Boden um ihn. Tut mir leid, aber ich höre den Black Arrow-Funkverkehr mit. Uns läuft die Zeit davon. Du kannst neben mir sitzen, aber wir müssen los.